So. Was brauchst du dich nicht mehr? Und was soll man dich denn wählen? Hallo. Halt, du waschst dich hinein. Bitte? Du waschst dich hinein. Für mich selber. Oh, okay. Für mich selber. Okay, und ja. Für dich soll man das stimmen? Ich muss da nachgucken, muss da herstanden, wenn du mit mir redest, weil meine Kamera ist da. Ah, okay, warte, ich muss dich hinter die Kamera stellen. Ja, ja, weil das sieht so beleidigend aus, ja, weißt du? Okay, okay, ich bin gerade live gegangen. Ja, okay, alles klar. Ja, für was stehst du rein? Ja, für mich selber. Okay, was bedienst du? Ja, also ich bin jetzt erstmal der Meinung, dass wir die Landtagswahl von Baden-Württemberg anfechten müssen, weil es gibt keine freie Wahl. In eingeschränkte Freiheit. Ganz einfach. Ganz logisch. Also wir haben zum Teil Ausgangssperre wie im Krieg und unter undemokratische Zustände, wo die Freiheiten eingeschränkt sind, kann gar keine freie Wahl stattfinden. Und deswegen muss jetzt jeder, der wahlberechtigt ist, eine Wahlanfechtung machen und nicht abwarten, wie der Kretschmann sich entscheidet, was er da für eine Fraktion aufbaut. Außerdem werde ich sehr wahrscheinlich heute Bürgermeister von Berglen, weil der Friedrich der Bürgermeister von Berglen eigentlich war. Also in 2 Stunden wird er Oberbürgermeister von Backnang. Und ich habe damals beim Wahlkampf der 2. Platz gemacht. Und ich rutsche dann nach. Und ich bin heute da, um das zu feiern. Ja, okay, gut. Ja. Hauptbürgermeister, Oberbürgermeister ist. Ja. Hauptbürgermeister. Okay. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Ja. Ich hoffe, du setzt es durch. Ja, also haben wahrscheinlich nicht alle Bock drauf, aber wahrscheinlich sieht es so aus, weil ich hatte die Wahl angefochten. Somit ist ja die Wahl, die alte, noch nicht abgeschlossen. Okay. Und der ist ja weg. Der ist ja jetzt weg. Wenn ich dann wiederum die Anfechtung zurückziehe, ist der weg. Dann bin ich da. Ich bleibe ja nur noch übrig, ich habe ja den 2. Platz gemacht. Also, ich weiß noch nicht genau. Also das Verwaltungsgericht hat jetzt extra über ein Jahr das Verfahren vorgezogen. Normal dauert es 2 Jahre. In Berglen gerade nur 6 Monate hat man das zusammengelegt mit meiner Wahlanfechtung in Kernen. Ne? Die hat fast 2 Jahre gebraucht. Berglen ging dann schneller, da hat sie jetzt gemerkt, dass was nicht stimmt. Ne? Und das müssen wir jetzt bemerken, ne? Und da müssen wir mal die Rechtslage prüfen. Ne? Auf jeden Fall gehe ich morgen ins Rathaus und sage, der neue Chef ist da und sage zum Friedrich, du bist gewählt, was willst du noch hier? Geh nach Backnang, ich mache jetzt hier weiter. Ja, ich habe auch Berglen versprochen, dass ich die von dem befreie. Ne? Und er hat ja praktisch... Ich möchte geschehen den Bürgermeister, den zukünftigen von Berglen vorstellen. Kommt doch mal bitte. Ja. Ich will dich nicht kennenlernen. Ach komm.
Das hält die gar nicht aus. Also, ich wünsche viel Glück, gell? Die Freundin muss ja erstmal dich aushalten. Ja, genau. So, ja, also so sieht's aus. Und eigentlich müsste ja dann auch, so wie es aussieht, müsste man eigentlich die Wahl von Blüderhauser auch ungültig erklären. Und der Christian Meyer wäre dann automatisch Nachfolgebürgermeister vom Schaffer, weil der Schaffer ja sogar ein Jahr vor seiner Zusage aufgehört hat. Ne? Also es sind komplizierte Verhältnisse, lauter ungültige Wahlen. Wir wissen nicht wirklich, was wir vor der Rechtslage hin. Eigentlich ist schon alles vorbei und durch, seit damals die Wahl von Thüringen von der Kanzlerin runtergehauen wurde. Und er hat gesagt, nee, das war jetzt doch nicht demokratisch genug, ne? Wie dort gewählt wurde. Da hat einem die Wahl nicht so geschmeckt. Und ich denke, dass ich jetzt ab heute Abend dann der neue Bürgermeister von Berglen bin, das werden auch viele nicht wahrhaben wollen. Und, aber normal bleibt uns da nichts anderes übrig. Ne? Irgendwie bist du auch schon öffentliches Gut, wenn du da dran bist, da fotografiere dich die Leute. Ne? Schaff, kannst nichts machen. Ja, darum geht's. Kann noch jemand mal den Stream teilen in die Gruppe Backnang, in die Backnanger Gruppe. Ich wollte die gerade noch da rein teilen, aber die kleine Gruppe habe ich erwischt. Ja, also ich bin am Schondorf am Marktplatz und ich bereite mich vor auf das neue Amt von Berglen. Der Herr Friedrich wird sehr wahrscheinlich gewinnen. Ne? Ich freue mich so für ihn. Ne? Und dann habe ich auch mein Versprecher an Berglen gehalten und habe Berglen von ihm befreit. Ne? Trommelt jetzt ein bisschen den Sieg, dass hier ein bisschen Stimmung am Marktplatz aufkommt.
Wo seid ihr? Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Hallo? Schondorf, guten Morgen! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Hey. Oh, seid ihr wirklich so langweilig geworden? Mir ist so langweilig, ich wollte keine Bonanza gucken, da dachte ich, ich komme ein bisschen daher. Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Ja, endlich! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Er wird ja langsam! Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Ah! Ah! Okay, weil er Eis esst, trommel ich seither. Hey ja, hey ja, hey ja, ho! Naja. Ihr seid halt noch nicht auftaut. Ich fehle vielleicht noch ein paar Flaschen Bier und ein Viertel, ne, dass das ein bisschen lockerer wird, so am helllichten Nachmittag. Kommt man noch nicht so in Stimmung. Ich rufe euch seither noch ein bisschen ein. Ich muss nämlich gleich weiter, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Also man muss schon merken, dass man euch einen Maulkorb verpasst hat. Das merke ich. Früher habe ich es leichter gehabt, wenn ich Musik mache, dass die Leute mitgehen. Ne? Aber die Maske hat euch schon ein bisschen ganz schön geblockt irgendwie. Ne? Probieren wir es nochmal. Hey ja, hey ja, hey ja, ho. Hey ja, hey ja, hey ja, ho. Hey ja, hey ja, hey ja, ho. Hey ja, hey. Hey ja, hey ja, hey ja, ho. Oh. Hey ja, hey ja, hey ja. Also, Schondorf ist schon ziemlich verklemmt, hä? Aber vielleicht sind es auch Auswärtige wie du. Wahrscheinlich ist gar niemand von Schondorf, ne? Du bist von Schondorf. Wenigstens einer. Masken tragen Masken. Leute mit einer großen Gosch laufen da noch mit einer Maske über den Marktplatz. Ne? Da kann man eine große Gosch halten. Mit so einer Einstellung der hätte auch mein Gesicht verstecken. Ne? Versteckt nur dein Gesicht, das ist gut.
Masken tragen, Masken. Masken tragen, Masken. Masken tragen, Masken. Masken tragen, Masken. Und Sondeleid nehmen den Mund- und Nasenschutz. Masken tragen, Masken. Zu nah zusammen. Masken tragen, Masken. Wollen Sie Ihre Maske? Sie brauchen keine. Wenn, dann nehmen Sie einen Mund- und Nasenschutz, gell? Ja. Masken tragen, Masken. Masken tragen, Masken. Eine Maske ist so gut. Eine Maske fühle ich mich gut. Noch ein Stück inneres Freiheit in euch. Hey ja, hey ja, hey ja, ho. Keine Freiheit da.
Rack-t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 ack-
Shell hat ja das mal eine Zeit lang blockiert. Ja. Und dann sind sie auch nicht weiter. Ja, ja. Für mich ist es eine Nötigung, wenn ich an der Tankstelle aussteigen muss und zahlen muss. Ja, das glaube ich. Bitte, Herr Horner. Die Herren, was kann ich für Sie tun? Nicht mehr trommeln. Ein Extra-Liedspieler, haben sich gleich beschwert. Ich fahre jetzt eh nach Berglin auf, ich bin fertig. Genau. Also bitte hier. Wir treten jetzt unseren Bürgermeisterjob an. So machen Sie. Gell? Ohne zu fahren. Wer hat nachgerufen? Und das kann ich in der Datenrechtsgründen natürlich nicht sagen. Ah ja. Okay. Aber schön, dass ihr immer gleich kommt, wenn ich euch rufe, das funktioniert immer noch super. Ich war wohl eher weniger hier zu uns, sondern das vom Bürger. Also ja, ja. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag, schönen Sonntag, die Herren und die Dame. Darf ich euch noch wenigstens wegtrommeln? So ein bisschen. Okay, ein bisschen Humor. Ist ja nicht lustig. Ich bin halt ein lustiger Typ. Ja. Ja, immer, wissen die. Aber die dürfen noch mal gar nicht, Herr Hornauer, sagen, die müssen Majestät sagen. Herr, seit ich Majestät bin, sagen sie Herr Hornauer. Ne? Vorher haben sie das nicht gemacht. Ne? Majestät. Herr Hornauer ist gar nicht die richtige Anrede. Majestät oder königliche Hoheit oder königliche Heiligkeit ist die richtige Anrede für mich. Herr Hornauer, da habe ich 2010 abgegeben. Ne? Die wollen mich immer wieder verbürgerlich, aber erst wenn ich Bürgermeister bin, dann darf man Herr Bürgermeister zu mir sagen. Vorher nicht. Vorher läuft noch Majestät Thomas. Ne? Immer diese Verbürgerlichungen. Also gerade die Obrigkeit will mich immer verbürgerlichen. Ne? Immer. Ne? Ja, also wirklich. Live auf Facebook. Live auf Facebook, geil. Ne? Das geht jetzt schon wieder in die Geschichte von Schondorf ein heute. Aber hier habe ich auch den Rücktritt vom Friedrich getrommelt. Ne? Hat funktioniert. Wann war die? Im Juni. 9 Monate später ist er schon weg. Und da sind sie auch gekommen. Nicht immer. Ja, nicht immer. Sind ja freundlich. Ich darf ja auch noch standen bleiben. Manchmal wäre ich auch verjagt, aber selten. Sind ja freundlich, gell? Man will sei Ruhe in Schondorf, ne? Ja, Freiheit. Ein bisschen trommeln, dann kommen sie nochmal. Ja, ja. Sobald sie ruft, kommen Neu, sie. Neu, die. Wenn die nochmal kommen müssen, dann wären die bösartig. Da sind sie nämlich nicht. Ich darf das nicht überziehen. Ne? Das kennst du aus, gell? Ja, man darf es nicht überziehen. Die müssen Sonntag schaffen, dann sind sie extra scheiße drauf. Ja. Kann ich auch verstanden. Ja. Müssen da die Maske wegen mir aufsetzen, verstehst du? Und so, ne? Aber das ist ja auch besser, wenn die Maske ist. Die kannst du ja sonst super tragen. Hallo. Hallo. Bitte, der Herr. Keine Geschichte. Oder andere. Wer ist der Foto? Er. Aber lange Haare, keine lange. Der hat noch nie lange Haare. Ah. Okay. Gut. Der Locke hat noch nie lange Haken. Nee. Ja, der Locke. Gut, ich kenne die alle nicht. Locke kennt keiner. Ja, doch, schon noch. Schon noch. Und die, die mich als Locke kennen, die sagen, ganz König sei, was du willst, an mich bleibst du der Locke. Ist auch richtig so. So sieht's aus. Natürlich. So. Ich denke, ich gehe auch langsam mit Flurschen. Halb sechs. Ja, da muss ich los. Ich muss nach Berglen. Also, wir können uns zur Bürgermeisterfeier jetzt in Berglen am Rathaus treffen, liebe Freunde hier auf Facebook. Wenn ihr wollt, ich fahre jetzt nach Berglen zum Rathaus, um mein Amt anzutreten. Wahrscheinlich ist niemand da, wäre ich am Montag nochmal reingegangen. Und wir streamen nachher weiter von Berglen. Bis dann, liebe Freunde. Uwe, ciao, tschüss.